Hallo, hier bei Johannas Landleben und Küche. Heute gibt es bei uns Specksauerkraut. Wisst ihr eigentlich, dass Sauerkraut aus Weißkohl hergestellt wird? Da gibt es dann auch bald noch einen Film zu, wie man Sauerkraut selber macht. Aber heute zeige ich euch erstmal, wie man dieses Specksauerkraut zubereitet. An Gegenständen brauchen wir heute ein großes Sieb. Wenn ihr solch ein Sieb nicht habt, könnt ihr auch ein normales Haushaltssieb dazu nehmen. Dann brauchen wir noch eine richtig schöne große Pfanne, einen Spatel, eine Gabel. Und wenn euer Schinken noch nicht gewürfelt ist, bei mir ist der Schlachter freundlicherweise gewürfelt, braucht ihr noch ein Brett und ein Messer. An Zutaten brauchen wir ein Glas Sauerkraut. Dies ist jetzt ein Glas gewesen mit 850 Gramm und es ist russisches Sauerkraut mit einem Anteil Möhren drin. Ihr könnt natürlich auch ganz normales anderes Sauerkraut nehmen. Dann brauchen wir 125 Gramm Schinkenspeck gewürfelt, etwas Butter. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch die Butter gegen Öl austauschen. Ich nehme jetzt immer Olivenöl, weil Olivenöl so eine schöne runde Note hat. Etwas Zucker, Pfeffer und Salz nach Geschmack. Im allerersten Schritt wässere ich jetzt mein Sauerkraut mit kaltem Wasser, weil oft ist das Sauerkraut einfach viel zu salzig und auch zu sauer oft. Einfach so ein bisschen mit der Hand durchwuscheln und gleich wieder abgießen. Schön abtropfen lassen. Ich drücke dann immer noch mal ein bisschen mit der Hand nach. Im nächsten Schritt erhitze ich die Pfanne und gebe meine Schinkenwürfel hinein. Hier habe ich jetzt das Fett aus den Würfeln gelassen und gebe mein Sauerkraut jetzt gleich mit hinzu. Vermische alles. Im nächsten Schritt nehme ich jetzt Hitze runter. Ich habe es jetzt auf Stufe 9, die höchste Stufe, und gehe jetzt runter auf Stufe 6 und bleibe dabei und rühre es immer wieder um, damit das Sauerkraut nicht verbrennt. Nach einiger Zeit könnt ihr sehen, es qualmt jetzt gar nicht mehr so. Die ganze Flüssigkeit ist verdunstet und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, heute nur mit dem Öl zu arbeiten. Ich gebe jetzt etwas Öl dazu, damit es mir unten nicht anbrennt. Und schmore es jetzt langsam auf Stufe 6 weiter. Nach ungefähr so einer Viertelstunde bis 20 Minuten gehe ich mit meiner Gabel dabei und probiere das Ganze, weil wir es ganz gern süß-sauer essen. Wenn ihr diese süßliche Note nicht mögt, verzichtet jetzt hier bitte auf den Zucker, den ich dabei füge. Und würzig genug ist es mir auch noch nicht. Aus dem Grund kommt jetzt noch ordentlich Pfeffer dazu. Salz bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Ihr könnt sehen, man muss trotzdem dabei bleiben. Jetzt trotz der Ölzugabe, es setzt hier unten an, dass ihr es immer schön umrührt, damit es nicht verbrennt. Ich gebe jetzt nochmal den Rest Öl dazu. Es ist mir noch nicht rund genug. Ein bisschen Salz. Ihr könnt auch das Sauerkraut vorher so kalt probieren. Nur ich habe es das letzte Mal mit genau dem gleichen Sauerkraut gehabt, also mit der gleichen Sorte, dass es dann zu heftig war. Und deshalb habe ich es diesmal gespült. Wollen wir noch mal probieren. Würzt bitte für euch immer wieder vorsichtig nach, bis es die richtige Süße und auch Salzigkeit hat. Bei mir habe ich jetzt noch ein wenig Zucker dazu getan, weil es mir einfach noch nicht rund genug schmeckt. Das macht aber bitte so, wie ihr es am liebsten mögt. Alles fertig und angerichtet. Ich wünsche euch jetzt viel, viel Spaß beim Ausprobieren. Mama, wann geht's essen? Jetzt
Schatzi. Meins. Ihr seht, so schnell geht's. Weg ist der Teller. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss.